Du bist wetterfest und gern draußen am Wasser? Dich faszinieren kleine Geräte und große Maschinen? Du hast Lust auf handwerkliches Arbeiten und keine Lust auf einen Job, bei dem jeder Tag gleich aussieht? Dann komm zum Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Als Wasserbauer schützt du das Land und die Menschen vor den Naturgewalten. Dabei zeigen schon kleine Maßnahmen große Wirkung. Am Ende des Tages siehst du das Ergebnis und weißt, wofür du dir den Rücken krumm machst. Das Besondere an dem Beruf ist für mich, man arbeitet halt beim Land, macht auch nicht jeder. Und ich schütze so gesehen meine Heimat damit. Teamarbeit wird beim Landesbetrieb großgeschrieben. Als Auszubildender kannst du vom ersten Tag an praktisch mit anpacken. Man ist immer am Wasser, immer in der frischen Luft, bei Wind und Wetter. Und deswegen habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Die Ausbildung zum Wasserbauer oder zur Wasserbauerin dauert 3 Jahre. Voraussetzungen sind ein guter erster allgemeinbildender Schulabschluss, gute Noten in Mathe und Physik, körperliche Belastbarkeit und das Schwimmabzeichen in Bronze. Die Ausbildung findet an Schleswig-Holsteins Nord- und Ostseeküste und auf den Inseln und Halligen statt. Für die Berufsschule und die überbetriebliche Ausbildung geht es ins brandenburgische Kleinmachnow. Als Land- und Baumaschinenmechatroniker kümmerst du dich um die Instandhaltung und Wartung von über 1200 Geräten und Maschinen. Vom kleinen Kantenschneider bis hin zu Radladern, Treckern und Loren. Als Besonderheit kommen beim LKN Schiffstechnik und technische Küstenschutzanlagen wie Schleusen und Sperrwerke dazu. Mehr Abwechslung geht nicht. Ich wollte gerne was mit Maschinen machen, Maschinen reparieren. Da kam für mich inzwischen schon mal Zweiradmechaniker in Frage. Das war mir dann aber doch nicht vielseitig genug. Da macht man ja wirklich nur Motorräder und viel Elektronik. Ich wollte auch noch was richtig Handwerkliches machen. Und da hat man beim Land- und Baumaschinenmechatroniker eben mehr Möglichkeiten. Die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker oder zur Land- und Baumaschinenmechatronikerin dauert 3,5 Jahre. Voraussetzungen sind ein guter erster allgemeinbildender Schulabschluss und gute Noten in Mathe, Physik, Technik, Deutsch und Englisch. Ausbildung und Berufsschule finden in Husum statt. Stationen sind möglich in Flensburg, Niebel, Rendsburg, Meldorf oder Heide. Anders als in spezialisierten Betrieben lernst du als Metallbauer beim LKN den Umgang mit allen Metallen, von Alu über Stahl bis Zink. Hier wirst du zum Alleskönner ausgebildet, der schmieden, schweißen und konstruieren kann. Eingesetzt wirst du im Brücken-, Hallen- und Bootsbau, genauso wie in der Metallgestaltung und in der Instandhaltung von Nutzfahrzeugen und Schiffen. Mir macht am meisten Spaß die Vielseitigkeit hier im Betrieb. Ob es nun Schiffbau ist oder Geländerbau an den Deichen oder an den Sielen. Halt dieses heimatverbundene Arbeiten. Die Ausbildung zum Metallbauer oder zur Metallbauerin dauert 3,5 Jahre. Voraussetzungen sind ein guter erster allgemeinbildender Schulabschluss und gute Noten in Mathe, Physik, Technik, Deutsch und Englisch. Ausbildung und Berufsschule finden in Husum statt. Stationen sind möglich in Flensburg, Niebel, Rendsburg, Meldorf oder Heide. Neben Wasserbauern, Land- und Baumaschinenmechatronikern und Metallbauern arbeiten auch Tierpfleger, Ingenieure, Verwaltungskräfte oder Biologen beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Insgesamt rund 750 Menschen an 30 verschiedenen Standorten. Als Landesbehörde bietet der LKN einen sicheren Job, flexible Arbeitszeiten und gute Aufstiegsmöglichkeiten, Seeluft inklusive. Du brauchst noch mehr Argumente für eine Ausbildung beim LKN? Bitte schön. Ich wollte mein Geld mit den Händen verdienen, sage ich mal. Von daher genau der richtige Beruf für mich. Man wird immer überrascht mit neuen Sachen, die man machen muss. Großer Vorteil ist auch, dass wir dort arbeiten können, wo andere Urlaub machen. Mir macht am meisten Spaß, dass wir hier eigentlich jeden Tag was anderes machen und nie eine ganze Woche das Gleiche. Ich kann den Beruf jedem empfehlen, der Bock hat, immer draußen zu sein, bei Wind und Wetter und den Temperaturen egal sind. Bewirb dich jetzt beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein.